Die Liste der Dinge, die ich nicht kann, ist verdammt lang. Gut, die ist bei einigen Leuten recht lang, bei manchen zum Beispiel steht da drinnen Filme veröffentlichen, aber bei mir neben mir, was weiß ich, singen, tanzen, reiten, auf den Mond fahren, Kampfsport ausüben, ja, Tai Chi ist vielleicht nicht unbedingt meine große Stärke. Außer wenn ich verkühlt bin, da mache ich öfter Tag mal Tai Chi. Aber vom Trainingseffekt ist das jetzt nicht unbedingt wahnsinnig hilfreich. Da schaue ich dann tatsächlich lieber anderen Leuten zu, die das deutlich besser können als ich. Genauso übrigens das Tai Chi als auch das Filme veröffentlichen. Denn ja, Koch kann das deutlich besser als Sinestrange. Und das ist eine Aussage mit einer quasi derartigen Selbstverständlichkeit, dass ich mich fast schon geniere dafür, es überhaupt ausgesprochen haben zu müssen. Aber wir können da jetzt einmal auf den Blu-ray 3D-Release von Tai Chi Zero blicken. Der Film eben von den Machern von Detective Dee und Ip Man. Da haben wir meiner Meinung nach ein wirklich cooles Frontcover-Artwork, das uns eben zeigt, selbst wenn uns irgendwelche Mortal Engines offensichtlich entgegendüsen und man gerade in vielleicht 2 Sekunden zu einem Stück Staub zusammengefahren wird, kann man offensichtlich immer noch wie ein Hund das Bein heben und Gassi gehen. Aber wir bekommen eben dafür auf dem Frontcover sehr, sehr schön gemacht mit diesem partiellen Glanzlackeffekt den Filmtitel serviert. Auch hier der blaue Banner noch mit dem Filmtitel. Leider auch hier hat Koch es sich nicht nehmen lassen, den Sticker direkt auf den Schuber zu drücken, zu kleben. Deswegen fehlt mir hier ein Stück vom Papier. Man sieht natürlich eben die durch den Kleber veränderten Farben, obwohl ich gar keine Rückstände hatte. Die waren ursprünglich relativ arg und relativ schlimm, aber mit dem bekannten mit dem Sticker noch einmal ein bisschen drauf herumtackern, ist es recht gut dann weggegangen. Wir können in der Zwischenzeit eben auf das Backcover schauen. Da bekommen wir die Inhaltsangabe zum Film, weitere Bilder, die irgendwie ganz putzig sind und last but not least dann im Inneren das eigentliche Keepcase. Das sieht grundsätzlich genauso aus wie eben auch das Schubercover, ist halt eben ein bisschen anders aufgeteilt. Da hat das Bild und das Motiv einfach auf dem Schuber noch ein bisschen mehr Platz, um sich zu entfalten. Was ich persönlich eigentlich recht cool finde. Außerdem im Inneren dann ein absolut geniales Motiv auf der Disc. Das hebt sich, finde ich, eben auch sehr schön vom Frontcover ab. Verwendet sehr fein und sehr gut durchdacht ein Element, das wir aber schon auch auf dem Frontcover gesehen haben, ohne dass das auch nur ansatzweise nach Materialrecycling aussieht. Das ist eine wundervoll entwickelte Gestaltung. Ein schönes Cover eigentlich und meiner Meinung nach, obwohl es nur ein Standard-Keepcase im Schuber ist ein wirklich, wirklich gut ansehbares Ding.